Liebe TSG-Fans, heute beginnt sie, die neue Bundesliga-Saison 2023-24. Es ist 14.30 Uhr, in einer halben Stunde geht's hier los, aber schon seit einer halben Stunde, hier im Hintergrund seht ihr es, haben wir ein riesiges Programm für euch aufgetischt und genau deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. So, Freunde, in 5 Minuten, vielleicht 10, müsste die Mannschaft hier sein. Aber mit der Wichtigste ist natürlich schon auf dem Trainingsplatz. Und jetzt versuche ich mal exklusiv in ein Interview zu verwickeln. Mal sehen, wie es läuft. Heinz Seifert. Servus. Schon mal guter Interviewstart. Heinz, wie sehr freust du dich, dass wieder losgeht? Ja, schön gut. Bist du immer noch nervös nach 130 Jahren? Nee. Nervös überhaupt nicht, weil das ist Alltag. Alltag. Ja. Da hinten stehen 400 Fans und er sagt, das ist Alltag. Die kommen alle wegen dir, gell? Das weißt du schon, oder? Teils. Drehst du gleich noch eine Ehrenrunde und machst ein paar Fotos? Ja, mach ich. Ich lasse den vielbeschäftigten Mann mal weiterarbeiten und wir werfen den Blick Richtung Kabine, denn da kommen sie gleich. Unsere Mannschaft. Herzlich willkommen. Was geht ab? Dass mir der Alman immer die Vlogs crashen muss, ey. Damit geht sie los, die Saison 2023-24. Und wir machen hier jetzt einen kurzen Break und zeigen euch einfach mal ein paar schöne Bilder von Trainingsplatz 2. Was geht ab, Coach? Klar. Solange er sich wohlfühlt, darf er keine tragen. Einfach Friseur im Urlaub. Ihr seht, hier werden die wichtigen Dinge des Lebens besprochen. So, es ist 4:15, 75 Minuten Training, check. Jetzt kommt aber natürlich der schönste und wichtigste Teil heute, nämlich ihr. Bist du multitaskingfähig eigentlich? Ja, klar. Bist du? Ja. Alles klar, dann machen wir einfach weiter. Erstes Training, wie war dein Eindruck? Gut, auf jeden Fall eine knackige Einheit. Aber hat Spaß gemacht mit den Jungs erstmal auf Platz zu stehen. Ich freue mich, dass wir gekommen sind und auch mich so nett begrüßen. Das ist schön zu sehen. Bist du auch mal mit drauf mit auf so einem Video? Endlich. Siehst du? Damit die Fans auch mal einen hübschen Mann sehen und nicht Sagt der frisch verheiratet hier. Wow. Das macht mich ja nicht, nur weil ich verheiratet bin, macht mich das ja nicht hübsch. Doch, schon ein bisschen. Schon attraktiver wird's. Ja. Komm, aber bevor wir jetzt hier abdriften, okay. Hilf mir mal. Training, erstes Training, 600 Fans. Ja. Oh ja, stimmt. Das waren wirklich viele, ne? So auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil war's? Mit der Mannschaft zu trainieren war schon wieder eine 10. Macht ja dann doch Spaß, muss ich sagen. Ist ja auch gut, wenn man sich mal ein paar Tage nicht sieht. Ich glaube, das sehen die anderen Jungs genauso. Das werden wir prüfen. Aber nee, auf dem Rasen ist schon schön. Für mich besonders, jetzt musste ich ja ein bisschen
die Pille schlucken, dass ich eine Reha machen musste. Mhm. Aber gut, hat sich gelohnt. Mein Knie fühlt sich gut an. Dementsprechend bin ich froh, jetzt wieder einfach mal wieder ein bisschen kicken zu können und vor allen Dingen mal ohne Schmerzen, weil hatte ich schon lange nicht mehr. Dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass das alles so lief und das Knie heil ist. Der Rest kommt eh. Der Rest kommt von allein. Kev. Mein Lieber, ich geh jetzt duschen. Mach Idiot. Liebe TSG-Fans, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.